Du willst dir unbedingt einen richtig schönen Bart wachsen lassen, aber irgendwie klappt das noch nicht so richtig mit dem Bartwuchs. Ich erkläre dir heute 4 mögliche Gründe, woran das liegen kann. Es gab mal eine Zeit, in der es Männer nicht störte, keinen Bart zu haben, und alle Männer haben sich schön glatt rasiert und alle Männergesichter sahen aus wie ein Babypopo. Aber seitdem Bärte vor ungefähr einem Jahrzehnt ihren Weg in den Mainstream gefunden haben, werden Bärte immer beliebter und sogar cool. Und es hat sich sogar herausgestellt, dass auch die Frauen der Schöpfung Bärte an Männern richtig sexy finden. Und seitdem her wollen natürlich immer mehr Männer einen schönen, vollen Bart haben. Manch einer fragt sich jetzt wahrscheinlich, sollte ein Bart für alle Männer nicht irgendwie gleich lang wachsen? Die Antwort ist nein. Denn wir Menschen als auch wir Männer, wir sind halt nun mal alle unterschiedlich und das ist auch gut so. Natürlich kann ein Mann einen Bart haben, wenn er heutzutage einen Bart haben möchte. Er kann zum Beispiel mit den bekannten Mittelchen, wie zum Beispiel mit einem Bartroller, den Bartwuchs fördern und den Bartwuchs anregen oder auch zum Beispiel ergänzend Minoxidil verwenden oder, wer es jetzt auf die Harte tun möchte, sich einer Barttransplantation unterziehen. All das ist heutzutage möglich. Aber warum ist der Bartwuchs bei einigen Männern einfach nicht so gut? Woran liegt das? Der erste Grund, ganz klar, dein Alter. Wenn du zum Beispiel gerade erst 18 Jahre alt geworden bist, dann musst du dir absolut keine Sorgen machen. Viele von euch da draußen haben mich auch gefragt, Daniel, wann hast du denn eigentlich richtig guten Bartwuchs bekommen? Ich habe extra mal ein paar alte Bilder von mir rausgesucht, um euch zu zeigen, dass ich mit 18 Jahren auch noch gar keinen Bartwuchs hatte. Wirklich gar keinen Bartwuchs. Und bei mir ist das erst so angefangen Mitte 20, da ist es erstmal so langsam gestartet, gerade hier im vorderen Bereich und im seitlichen Bereich an den Wangen hatte ich zum Beispiel auch Mitte 20 erst wenig Bart und das ist dann einfach erst Mitte der 20er wirklich richtig gut gekommen. Und laut Dermatologen-Aussagen ist es so, dass die Männer zwischen 18 und 30 Jahren halt den größten Wachstumsschub an Barthaaren bekommen. Bei den einen ist es eher in den Teenagerjahren, Ende der Teenagerjahre, bei den anderen ist es erst Anfang, Mitte 20. Wenn du allerdings so ja, Anfang 30 noch keinen Bart hast, dann liegt es möglicherweise an einem anderen Grund. Ein anderer Grund könnte zum Beispiel deine Ethnie sein. Woher kommst du? Bist du eine deutsche Eiche wie der Korte? Oder kommst du woanders her? Wo sind deine Wurzeln? Dieser Faktor kann zum Beispiel beeinflussen, wie viel bzw. wie voll man seinen Bart wachsen lassen kann. In einer Studie von Herbert Möller von der University of Cambridge in The Accelerated Development of Youth wurde festgestellt, dass Männer aus Mittelmeerländern im Vergleich zu anderen Menschen aus anderen Regionen zu dickeren Bärten neigen. Bei den asiatischen Kollegen ist es zum Beispiel so, dass die Barthaare, wenn es dann überhaupt Barthaare gibt, eher im Oberlippenbereich als auch im Kinnbereich sehr konzentriert sind und an den Rest der Wangen zum Beispiel gar nicht. Und wenn man sich die Bilder nochmal anschaut und gerade jetzt auch in diesem Vergleich jetzt hier nochmal, dann wird dieser Punkt einfach nochmal richtig deutlich. Um es nochmal ganz klar zu verdeutlichen, hast du schon mal einen Asiaten mit einem Vollbart gesehen? Genau, ich auch nicht. Falls du allerdings schon Vollbartträger bist oder dir irgendwann mal einen wachsen lassen möchtest, dann schau auf jeden Fall mal unten in die Infobox rein, denn unser Bartöl ist ab jetzt erhältlich. Unser Bartöl besteht ausschließlich aus natürlichen Ölen, wie zum Beispiel Traubenkernöl, Macadamiaöl und Arganöl und macht deine Barthaare einfach so richtig schön geschmeidig und weich. Und passend dazu gibt es jetzt auch noch die Rundbürste für den Bart mit dazu in 2 verschiedenen Größen zum Bart föhnen, glätten und zum Stylen. Dritter Grund und wohl einer der Hauptfaktoren, warum du spärlichen Bartwuchs möglicherweise hast, ist deine Genetik. Die Genetik bestimmt nämlich, wie dick oder wie dünn deine Barthaare sind und auch an welchen Stellen du Bart bekommst. Die Gene bestimmen nämlich die Menge an Androgenen, die eine Person hat. Das sind Gruppen von Hormonen, die zum Beispiel einige Merkmale wie die Tiefe der Stimme als auch die Fähigkeit, ob man sich Gesichtsbehaarung wachsen lassen kann oder nicht, beeinflussen. Vierter möglicher Grund für einen spärlichen Bartwuchs. Weißt du, wie hoch dein Testosteronspiegel ist? Dann einfach mal testen lassen. Ein niedriger Testosteronspiegel kann nämlich ebenfalls die Ursache sein, weil die chemischen Prozesse, die für das Wachstum der Gesichtsbehaarung erforderlich sind, nicht aktiviert werden können. Außerdem ist es so, wenn man einen niedrigen Testosteronspiegel hat, kann man möglicherweise auch Schwierigkeiten beim Muskelaufbau haben. Also Leute, das sind auf jeden Fall die häufigsten Gründe für einen spärlichen Bartwuchs. Und wenn du jetzt erst Anfang, Mitte 20 bist, ja, dann bitte mach dir keinen Stress. Weitere Videos zum Thema Bartwuchs beschleunigen, falls du dich dafür interessierst, verlinke ich dir hier oben in den Infocards und Produkte dazu unten in der Infobox. Falls du dir jetzt einen Bart wachsen lassen möchtest, wünsche dir ganz viel Spaß dabei und denk dran, hab Geduld, wird schon klappen.